Guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Payday 2 mit mir, Octobite. Es wird Zeit, mal wieder Murkys aufzuspüren. Slaughterhouse. Das kostet immer gleich viel. Ah nein, nicht komplett. Aber Mayhem und Deathwish kosten gleich viel und Deathwish ist halt deutlich besser bezahlt. Lohnt sich das aber? Ja, ehrlich gesagt, die Mission würde ich mal fast auf Mayhem machen. Kann man letzten Endes, ansonsten mache ich zu wenig selbst. Und dann ist es keine sonderlich spannende Sache. Die kann man gut farmen. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass es sich hier lohnt, die Deagle zu nehmen als Sekundärwaffe. Die brauche ich zwar nur an einer Stelle, aber eine Radiodurchsage. Die sieht man von da drüben anfahren. Da ist der Gensec-Truck. Gut. Hier ist jetzt für eine Sache wichtig. Also hier, das ist, macht einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat oder nicht. Das werden wir sehen, sobald wir unten sind. Wenn ich den nämlich erwischt habe, den Fahrer, dann landet der Van auf einer anderen Variante, die etwas weniger Weg hat. Ach ja, ich habe ja Mayhem. Da kann ich ja richtig Mayhem gehen. So, den noch, danke. Sitzt da noch jemand drin? Oh, der sieht nicht gut aus. Hier gibt es nämlich stattdessen Explosives, um durch Türen zu gehen, statt irgendwas anderes. Weil, warum auch nicht? Bonk. Ja, ich habe den Fahrer erwischt. Achtung, vorsichtig. Das lohnt sich. Entschuldigung, tut mir leid. Pick. Mal schauen, ob ich einen Pick finden kann für ihn. Sie bringen Armored Units mit. Ich bin ja begeistert. Das ist ja sehr überraschend. Ja, mal gespannt. Vielleicht finde ich es. Ich glaube, ich müsste mal schauen, ob ich diesen Hover-Effekt wieder ankrieg. Ah, hier ist es doch, das markierte Pick. Das dürfte ich wahrscheinlich da einschmeißen. Und von da aus, halt, das lasse ich da. Ups. Bitte das mal ganz kurz deaktivieren, da habe ich nämlich keine Lust drauf. Genau. Ah, hier haben wir den ersten von den beiden. Wir werden zwei davon brauchen. Die Frage ist, wo ist der zweite? Das sollte ich mir mal zwischendurch überlegen, während wir ein bisschen Zeit haben. Ah, hier drüben. Okay, sehr gut. Ich weiß, wo das ist. Bestens. Das macht mir. Damit habe ich die Mission an sich gelöst. Theoretisch kann ich nochmal schauen, ob hier oben nicht noch eine Keycard ist, die mir das Leben ein bisschen einfacher macht. Schauen wir mal. Au, ich werde leicht angeschossen. Wie katastrophal schlimm.
Das ist so ein Unterschied zwischen Mayhem und Deathwish. Das eine. Oh, man wird einmal angeschossen, sofort K.O. Wenn man dann. Oh, nicht so schlimm. Kein Problem. Man sieht, wie viel Damage ich jetzt mache. Selbst wenn ich die Gegner nicht im Kopf treffe. Und das ist halt deutlich besser. Bei Specials macht das, glaube ich, keinen großen Unterschied. Genau, hier gibt es jede Menge Positionen, wo die Dinger sein können. Ich weiß nicht, werden wir bestimmt noch öfters sehen. Hier ist zum Beispiel eine davon. Also zumindest, wenn wir jetzt noch ein bisschen länger das Spiel machen. Das ist eine der richtig entspannten Missionen. Ich weiß nicht, ob ich die tatsächlich so oft zeigen werde. Fällt mir gerade so auf. Weil die dann doch nicht die allerspannendste Sache ist. Zum Anschauen, glaube ich. Wenn man die mal gesehen hat. Das ist mehr so eine Mission zum Entspannen und ein Buch lesen, während man richtig Geld farmt. Bunk, bunk, bunk. Das ist so angenehm, damit zu arbeiten. Ich bräuchte mal einen Melee-Kill wieder. Ach ja, da gibt es auch ein Achievement für, wenn man den mit einem Messer erwischt. Ich brauche einen Melee-Kill für das hier. Sehr schön. So, jetzt kann ich das Geld nehmen. Gerne, das mache ich sehr, sehr gerne, aber dazu muss ich das ganze Gold auch bewegen. Hier ist mehr Gold drin, als wir brauchen. Andererseits kann man auch alles Gold einfach transportieren, da ist dann auch kein großer Unterschied mehr. Und das ist relativ viel wert. Ja. So, wie gesagt, mit Battlebots kann man die Missionen hier so entspannt angehen. So, dann nehmen wir mal das Gold und das platzieren wir hier. Das machen wir jetzt bitte alle gemeinsam. Sonst dauert es zu lang. Sehr schön. Gut. Warum platziere ich das auf diese Conveyor? Naja, Conveyor bewegen Sachen für mich. Man kennt das von Factorio. Oder jedem anderen Spiel Minecraft. Ich weiß nicht, ob ich in Minecraft je sonderlich viele Conveyor gebaut habe. Ehrlich gesagt glaube ich nicht mal so unbedingt. Und dann werden die Sachen von hier genommen und hier drauf gelegt. Bulldozer. Au. Au. Meine ganze Ammo ist weg. Ach, das sind zwei Bulldozer. Danke für die Hilfe. Und das Schöne ist, die machen... Wo ist der nächste Taser? Keine Ahnung. Mir ist es wurscht, dass sie die Civis befreien. Sofern die Civis nicht durch meine Schusslinie laufen, ist das völlig in Ordnung. Ich habe keinerlei Vorteile von Civis. Okay, das passt. Gut. Und sobald die nämlich hier hinten ankommen, kann man den nächsten Schritt machen. Ich bin auch froh, dass ich hier ein bisschen extra Platz habe. Von. Ich sollte abwarten, bis noch ein bisschen mehr da ist. Houston, du wartest da. Alle anderen können dann die Sachen mitnehmen. Ich werde mich hier durchbewegen. Hier steht noch kein Sword Van Turret. Ah, jetzt gleich steht er da. Sehr gut. Der Trick ist, wir gehen hier rüber, schmeißen die Sachen da rein einmal und den Rest machen die Bots. In der Zwischenzeit kann ich mich dann um die anderen Sachen kümmern, wie das hier. In dem Fall muss man es nicht anschießen, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht notwendig. Kein Problem, das mache ich. Aber halt, das war hier drüben, glaube ich. Sehr schön. Houston, du darfst auch mithelfen, Bags zu tragen. Das schaffe ich von hier selbst. Ich hätte sehr, sehr gerne eine Keycard gefunden, dann hätte ich das nämlich zumachen können. Aber das ist jetzt auch okay. Bunk. Das ist so angenehm durch den extra Damage. Kein Sword Van Turret im Moment, sondern nur ein regulärer Sword Van. Kein Problem, nehme ich auch gerne entgegen. Au. Meine Augen. Meine armen Augen. Hat das funktioniert, das Werfen? Egal. Au, die wollen meine Bags klauen, das ist sehr ungünstig.
Deshalb sollte man immer eine Guard da stehen haben, sonst ärgert man sich da zu Tode. Aber gut, das Schöne ist, das kann man wieder lösen. Ja, ich bin ja dabei. Wir sind dabei, wie auch immer. Gut, die anderen dürften sich da gemütlich langfahren. Ich weiß nicht, ab und zu triggert das auch nicht. Meistens schon. Ist interessant, wie sehr ich doch das Mikrofon merke, das Ansteckmikrofon, obwohl das so wenig wiegt eigentlich. Aber okay, hilft nichts. Es ist trotzdem wesentlich angenehmer als irgendwelche anderen beweglichen Mikrofone. Was ist denn das? Ein Reifen. Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass es nicht irgendeine Box oder sowas ist. Dann nehme ich das Gold doch mit. Ja, das ist so richtig schön viel wert. Sehr gut. Der darf seine Cuffs anziehen. Das kann man immer gut brauchen. Ich hätte es viel früher machen sollen, was die Damage Boosts bewegen. Das kann ich auch machen. Holen die den letzten Bag? Sehr schön. Und dann kann man das aktivieren. Gut. Bitte mal den Reload ein bisschen beschleunigen. Theoretisch kann man sich dann einfach in eine dieser Dinge hier verbunkern, hier schön verstecken und dann abwarten. Genau. Boom. Ups. Kann doch sein, dass ich mich jetzt hier reingestuckt habe. Das ist natürlich ärgerlich, aber okay. Gut. Jupp. Ich bin mal gespannt, ob ich hier rauskomme oder nicht. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Kann ich mich hier rausbefördern? Nein, kann ich nicht. Okay. Ihr geht bitte alle darüber und lasst mich den Flammen zum Opfer fallen. Ich hoffe, dass ich dadurch da rauskomme, ansonsten waren nämlich die ganzen Sachen hier wieder umsonst. Gut. Bitte, ihr defendet da schön. Ich hoffe, dass ich dadurch irgendwo anders rauskomme. Okay. Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich eigentlich nicht reinkommen sollte, aber natürlich, ich kann hier nicht aufstehen und ich bin da aufgeschossen reingelaufen. Ist doch auch doof. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man sich zurücksetzen kann. Ja, mal schauen, wie lange das noch dauert. 461 Spawns sind übrig. Was haben wir denn hier für Masken? Die sieht aber relativ brutal aus. Das könnte die Supermaske sein, die man nach dem großen Overkill-Paket für Hoxton bekommen hat oder sowas. Nein, für Dallas meine ich. Das müsste diese Super Dallas-Maske sein. Okay, jetzt bin ich gespannt, wo ich lande. Ich hoffe nicht, dass ich. Doch, ich lande wieder genau in der gleichen Position. Das ist sehr ungünstig. Nachdem ich hier keine Chance habe, rauszukommen, heißt es für mich definitiv neu starten. Das ist so ärgerlich. Die restliche Mission lief bis jetzt so gut und dann. Naja, gut. Ich bin zurück, wenn wir an der gleichen Position sind, sonst vertrülle ich so viel Zeit. Also, bin jetzt fast wieder da, wo wir waren. Ich wollte nur zeigen, ich habe eine Keykarte gefunden, was man damit machen kann. Punkt. Und jetzt ist die Tür zu. So, jetzt kann ich hier nochmal durch. Und dann sehen wir hier auch nochmal den Van durchfahren gleich. Pew. Kein Problem. Smokescreen kommt auch gleich. Aber erst will ich das mal ganz kurz triggern. Danke. Gut. Ich werde wahrscheinlich einfach dieses Ding jetzt defenden. Oh, die haben einen meiner Bags geklaut. Weil die so schön freundlich sind. Okay, theoretisch kann es sogar sein, dass ich da auch ein Bag zwischenzeitlich mal gelagert hatte. So. Ach ja, ich sollte die anderen Dings wiederholen. Ja, ich weiß schon, die
sind relativ freundlich. Ich glaube, dass ich den hier oben gesehen hatte. Nicht hier. Meine Güte, wo hatte ich den gesehen? Oh meine Güte. Ich würde sagen, nicht, dass ich jetzt vergessen habe, wo ich diesen, den, das Dings hatte. Meine Güte. Ich habe das doch vorhin extra gesucht gehabt. Ah, hier ist auch nochmal einer. Ja, nicht viel später, sondern ziemlich gleich, aber trotzdem. Auf Medic. Nächster Medic. Medic. Danke. Gut, dann helfe ich denen jetzt auch noch mal ein bisschen beim Transportieren. Sonst wird das etwas problematisch. Ich muss jetzt ein bisschen schauen, weil mein Ohr jetzt etwas andere ist. Hey, und das ist immer irgendwie irritierend. Reload bitte mit High Speed. Throw and go. So ungefähr. Bunk, bunk. Nein, 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 meine Bags, meine Bags. Au. Nicht gleichzeitig tasen und über irgendwelche Dinger drüber springen, das ist nicht angenehm. Der auch hier rüber. So ungefähr. Ach, das war das Pick, deshalb ist es so weit geflogen. Nee, keine Ahnung. Egal. Die dürften die Bags gleich abtransportieren, hoffe ich. Und dann können wir endlich die nächsten Sachen machen. Es ist ja nicht mehr viel übrig. Das bitte. Das hier aktivieren. Das hier aktivieren. Und dann muss ich den nächsten Bag holen. Außer John Wick holt den. Würde er wahrscheinlich auch, aber nicht, dass das Schild den klaut. Das würde ich sehr ungern sehen. Sniper-Teams, kein Problem. Die sind bald nicht mehr da. Ich weiß wirklich nicht, wieso ich mich da gestuckt habe. Das war sehr ärgerlich. Egal, hilft nichts. Passiert und dann kann ich auch nichts mehr dran erinnern im Nachhinein. Genau, der ist der gleiche Container, da werde ich mich nicht wieder drin verschanzen. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Gut, man sieht, der wird ganz gemütlich nach da hinten gefahren. Und dann schauen wir, was passiert. Das Feuer werden wir nachher nochmal sehen. Bunk, 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 bunk. Wichtig ist hauptsächlich, dass man hier verhindert, dass hier Leute drankommen. Ansonsten stuckt es nicht und nix. Au. Batsch. Reload. Batsch. Reload. Man sieht, der Vorteil ist halt an den Stun-Dingern, die können eine Weile einfach nichts mehr machen. Das war das. Sehr schön. Gut. Ach ja. Ich glaube, dass ich hier diesmal sogar ein Tick zügiger war als beim ersten Anlauf. Au, das war ein Sniper. Von was weiß ich wo. Ist auch egal. Ja, danke, Houston. Das ist sehr hilfreich. Ich finde es so lustig mit dem Anschreiben. Ey, steh einfach auf. Klar, warum nicht? Das ist immer lustig. Ups, der da sollte da nicht langlaufen können, normal. Okay, der kommt zurück. Das ist wichtig. Der dürfte, glaube ich, bis hierhin fahren und dann kann man den nochmal aktivieren. Dann transportiert er den auch noch weg und dann kann man weitermachen. Einer der Klassiker aus dem originalen Payday, der heißt. Auch ein gutes Spiel. Aber wie gesagt, ich bin da zu schlecht drin. Ich brauche gute Boards als Partner. Trotzdem eines meiner Lieblingsspiele. Auch zeitlich gesehen. Boah, habe ich hier viele Stunden drin. Schlecht zu sagen, wie das im Verhältnis zu manchen anderen Sachen steht. Ich glaube, ich habe mehr Stunden hier als in Warframe. Und mit WoW, keine Ahnung. Ich glaube, da habe ich mehr Zeit im Laufe der Zeit verbracht. Minecraft und Factorio brauche ich, glaube ich. Factorio weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht mal so wahnsinnig viel Zeit. Minecraft habe ich utopisch viel Zeit.
investiert. Das wird Ewigkeiten dauern, bis da irgendwas dran kommt. So, okay. Bitte nicht diesen Kram machen, danke. Ja. Ich glaube, ich habe hier 600 irgendwas Stunden vorhin gehabt, als ich nachgeschaut habe. Also ich hatte 580 oder was, oder 500 irgendwas, als wir angefangen haben. Das ist schon ein sehr interessantes Spiel. Wobei ich fast nie im Multiplayer spiele. Wobei es jetzt besser ist, dadurch, dass ich jetzt einen Kabelanschluss habe, oder beziehungsweise Strom, Internet über Strom. Dadurch habe ich eine gut, relativ stabile Verbindung. Na, ich muss unbedingt daran denken, DD2 nochmal aufzunehmen. Dungeon Defenders 2. Da gab es größere Änderungen in der Kampagne und ich will diese. Die andere war sehr schlecht von der Qualität her. Dementsprechend will ich eigentlich da nochmal neu machen. Aber das kommt später. Erstmal kommt Payday 2 fertig. Ich weiß gar nicht, wie viel da noch zu tun ist in der Kampagne. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie lang die eigentlich ist. Oder ob es irgendwelche Sachen gibt, die richtig lang die Sachen warten lassen. Wie, keine Ahnung, erreiche Infamy Level 20 oder was weiß ich. Das dauert, wird Ewigkeiten dauern. Nicht so weit, sonst erwische ich wieder irgendwelche Civis. Das wäre sehr ungünstig. Okay, der ist kurz vor dem Ziel. Ich will jetzt nur schauen, dass hier niemand fest das noch unterbricht. Aber ich glaube nicht, dass es sonderlich gut möglich ist. Und dann heißt es auch einfach nur noch durchlaufen. Und zwar immer blauen Container. Blue Container, Blue Container. Au. Skulldozer, bye bye. Ja. Oh, halt, da ist der nächste blaue Container. Au, au, au. Naja, hilft nichts. Ein weiterer Down für mich. Ich liebe es, dass die Bots Inspire haben. Das einmal kurz aktivieren und dann weiter geht's. Puh. Ja, sehr schön. Letzten Endes 30 Minuten habe ich jetzt insgesamt. Die Sachen, die ich jetzt rausgenommen habe, noch mal ein paar Minuten weniger. Dürfte dann, denke ich, passen. Und wir sind ja schon Level 100, deshalb macht's leveln wir nicht mehr. Gut, ich würde aber wahrscheinlich sagen, dass ich dann langsam das als letzte Episode für heute, gestern, wie auch immer, aufnehme. Und mich dann langsam schlafen lege. Ach ja, Brückentag, wie angenehm. Was habe ich eigentlich in Staff? In Ghost habe ich. Ach, die Regeneration, das ist super nützlich. Wie viele Punkte haben wir? Habe ich genug, um hier mehr zu machen? Natürlich nicht. Dann würde ich noch sagen. Wir schauen, das ist auch eine der Mods, glaube ich, das hier an. Das wird lustig. Da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. See ya und bye bye.